Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil meiner kleinen Serie Zeichenanimation in After Effects. Heute zeige ich euch mal einen Weg, wie man also sehr schnell Zeichen animieren kann mit Presets. Also After Effects hat schon vorgefertigte Animationen. Ja, das hätte ich auch vorher sagen können. Deswegen werde ich hier mal neue Kompositionen anlegen mit STRG und N. Mit der rechten Maustaste einfach mal einen Text anlegen. Bitte abonnieren. Mit dem Pfeil hole ich mir das in die Mitte. Ja, wie komme ich jetzt an meine Animation ran? Ganz einfach. Ich muss auf Effekte und Vorgaben gehen und hier im Kontextmenü, da kann ich jetzt die Bridge öffnen, Vorgaben durchsuchen. Und die Bridge ist ja einfach nur ein Browser. Und After Effects bietet mir jetzt an, mit diesem Browser ja meine Zeichenanimationen auszuwählen. Und ich gehe jetzt hier mal auf 3D-Text mit dem Doppelklick. Und einmal Klick wähle ich also hier meine vorgefertigten Animationen aus und könnt jetzt hier also eine von wählen, ohne mich jetzt verrückt zu machen oder zu lernen, was es mit dem Animator auf sich hat. Ja, vielleicht hole ich mir diese Animation hier. Ich markiere mir die mal und einen Doppelklick. Ja, jetzt habe ich die also tatsächlich angewendet. Ich sehe schon, dass dieses Koordinatenkreuz hier ist. Das sagt mir schon, dass es ein 3D-Effekt ist. Mach das mal hier auf. Jetzt sehe ich den Animator hier. Und wenn ich mal testweise hier draufklicke, sehe ich zeichenweise 3D aktivieren ist eingeschaltet. Ja, den Animator schaue ich mir mal unter der Lupe an. Nochmal zur Verdeutlichung. Und hier sehe ich jetzt tatsächlich, dass eine Y-Achse animiert wird. Bei Range Selector und erweitert kann ich mir jetzt diese ganze Geschichte anschauen. Die sieht relativ einfach aus. Keine Expressions. Und jetzt kann ich hiermit spielen. Also zum Beispiel mache ich mal hier eine 0 draus bei Y-Drehung und minus 180 Grad im nächsten Feld. Jetzt dreht sich das Ganze nur halb. Ich grenze das mal ein bisschen ein. Mit der Leertaste kann ich es rendern. Genau, jetzt macht jeder Buchstabe eine halbe Umdrehung und kommt schön ins Bild geflogen. Und wenn ich möchte, dass es von unten links kommt, kann ich natürlich bei Position die X-Achse nach links nehmen. Der Rahmen geht schön mit. Und die Y-Achse nach unten. So, und dann kommt das Ganze unten links aus der Ecke. Und auf die Art kann ich also sehr schnell eine vorgefertigte Animation so ein bisschen anpassen an mein Projekt. Und bei Easy High und Easy Low werde ich mal 50 nehmen. Dann fängt das am Anfang, beschleunigt das und am Ende bremst ein bisschen ab und dann sieht das so ein bisschen schmissiger aus. So, genau. Und jetzt hätte ich es genau ein bisschen langsamer. Kann ich hier diese Animation, diese Versatzanimation, die habe ich schon erklärt, etwas in die Länge ziehen und habe jetzt also diesen Effekt quasi etwas angepasst. Okay, und wer jetzt aufgepasst hat und fragt, wo ist eigentlich X und wo ist Z? Das ist ganz einfach. Derjenige, der diese Animation gebastelt hat, der hat das gelöscht, damit es übersichtlicher ist. Ich kann auch zum Beispiel jetzt Y löschen mit der Entfernen-Taste. Und jetzt ist diese Drehung halt verschwunden und die Zeichen, die fliegen ins Bild ohne diese Drehung. Nochmal zur Verdeutlichung. Okay, das war quasi jetzt der Abschluss meiner kleinen Serie, wie es also noch einfacher geht mit dieser Zeichenanimation. Und wenn ihr was gelernt habt, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und tschüss, bis zum nächsten Video oder bis zur nächsten Serie.